Hey, mich würde echt interessieren. Oh, das sieht echt gemein aus, ey. Das sieht wirklich gemein aus. Mich würde interessieren, ob das Blut realistisch fließt. Gar nicht aus morbidem Interesse, sondern eher aus Videospiel-Physik-Interesse. Weil guck mal, wie das hier in die Holzmaserung rinnt. Also das sieht schon jetzt faszinierend aus. Jetzt rinnt hier schon nichts mehr. Hey, aber ich muss das mal beobachten, wenn ich jemanden frisch getötet habe. Oh Gott, ey. Ist hier noch irgendwo einer? Ich werde gesehen. Ah, da ist jemand mit dem Bogen. Das will ich jetzt mal kurz gucken. Ich weiß schon, so morbide und seltsam das klingt. Aber das würde mich gerade echt interessieren. Weil auf so Kleinigkeiten hat man in der Regel keine Zeit zu achten. Sowas wie Blutfließphysik. Meine Güte, bleib doch mal hier. Ist jetzt hier in der Wiese auch blöd eher, ne? Holzboden wäre schon besser. Hier, Holzboden. Jetzt habe ich keinen Schalldämpfer mehr. Hm. Oh, das ist ungünstig jetzt. Mist. Nein, ganz schlecht. Ach, oh, das ist unschön. Ah ja, da breitet sich jetzt wirklich bei ihrer Wunde Blut aus. Guckt euch das an. Und es fließt wirklich irgendwie. Ja, ja, ich weiß schon, wir müssen kämpfen. Aber tatsächlich. Oh, guckt euch das an. Ich meine, das fließt jetzt ein bisschen unrealistisch, weil es so... Aber das sieht schon toll aus, muss ich sagen. Das ist technisch schon beeindruckend. Aber jetzt sterben wir gleich. Ich muss jetzt wirklich mal was machen. Okay. So. Das sah jetzt so ein bisschen aus, als wäre das, also so vom, also der, als wäre der Trick, dass das so ein bisschen von unten nach oben sickert in Wirklichkeit. Das war hart. Das Blutmodell quasi. Deswegen sieht man auch die Maserung. Jetzt würde ich das hier gerne nochmal beobachten, aber der blutet leider nicht wirklich. Naja, schade, aber das sah schon nicht schlecht aus. Wie gesagt, das ist ja über die Fugen geronnen. Das war natürlich, naja, aber ansonsten cool, cool. Okay. Genug davon. Genug der morbiden Physikexperimente. Ah. Granatencrafting Plus. Haben wir doch noch so viel Pillen hier gefunden? Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, alles andere ist mir jetzt egal. Also warum erhöhen wir nicht die Stabilität der Pistole um 100%? Whatever. Nehmen wir vielleicht noch ein paar Tomaten mit. Das sind mal gepflegte Tomatenpflanzen. Da könnte ich mir was davon abschauen. Meine wuchern wie wild. Aber dafür haben meine auch viel mehr Tomaten. Mhm. Aber es ist ein Dschungel da draußen bei mir. Der Tomatendschungel. Im Reich des Tomatendschungels. Die Abrechnung. Das wird der Sommerhit 2022. Hier ist es. Komm schon. Ist ein Reboot von Angriff der Killer-Tomaten. Tut weh. Hier lang.
Loot, loot. Halt, stopp. Nee, war nur manchmal nasse Oberflächen. Meine ich im Augenwinkel manchmal, dass mir hier Loot angezeigt wird. Dabei glänzen manchmal nur so nasse Oberflächen, wenn man die Kamera im richtigen Winkel hindreht. Sehr verwirrend. Ich meine, man merkt in der Darstellung der Gewalt in dem Spiel sehr stark, dass die Entwickler hier wirklich schockieren wollten, und zum Teil ist es auch hart, aber ich muss echt sagen, dass mich zum einen eben einfach das unterhaltsame Gameplay, weil es einfach Spaß macht, aber auch die technische Faszination, die überwiegen bei mir. Es ist für mich eher so, dass ich mir denke, boah, ist das gut dargestellt und wie toll das technisch gemacht ist und wie detailverliebt, und deswegen weniger, dass ich mir denke, boah, ist das hart. Schon auch. Aber eher wirklich die Faszination für das Handwerk hier im Vordergrund. Geschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen, und sie ist gegen den Tisch gefallen. Und hör zu, Yara. Du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche. So, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Die Meryl braucht mich kurz. Bin sofort wieder da. Gleich geht's weiter. 2 Minuten.
Okay, da bin ich wieder. So, weiter geht's. Yara, ich hätte nie... Ist okay. Bin froh, dass wir dich gefunden haben. Auf geht's. Sie hatte anscheinend auch nicht gerade das beste Verhältnis zu ihrer Mutter, wenn sie so ist. Oh ja, ist schon okay. Sollten wir nicht zu unserem Boot zurück? Nein. Kampfgeräusch. Von da hinten. Ich höre überall Kampfgeräusche. In Haven gibt's viele Boote. Das dachte ich auch. Wir können durch die Altstadt abkürzen. Die Hauptstraße meiden. Wie weit weg ist Haven? Weit. Ja, das ist unsere beste Chance. Folge uns einfach weiter. Wir voran. Also, kleines Häschen. Alle sind weg, um gegen die Wolves zu kämpfen. Ja. Was macht dein Arm? Dem geht's gut. Bin nur müde. Yara. Mom hat mit ganzem Herzen geglaubt. Ich weiß. Warum ist ihr das dann zugestoßen? Unser Glaube macht uns nicht unsterblich. Verlust lauert an jeder Ecke. Aber unser Glaube führt uns und gibt uns die Kraft, über Verluste hinwegzukommen. Das ist die Straße runter. Los, rein. Schnell. Wir versuch's ja. Okay. Säubert die Dörfer bei den Äckern. Leute, hier lang. Die Wolves kommen. Ob ich noch glaube, dass für Fallout 76 noch Mod-Support kommt? Also wenn, dann nur in Form von monetarisierten Bezahlmods, hundertprozentig. Unter die Tür, schnell. Weil das ist auch der Grund, warum die bis heute keine privaten Server veröffentlicht haben und das auch nicht machen werden. Weil wenn es plötzlich private Server gibt, könnte man plötzlich modden und dann gäbe es keinen Grund mehr, in deren Atomic Shop Geld auszugeben. Deswegen wird es bestimmt keine freien Server und freie Mods geben für das Spiel. Also hundertprozentig nicht. Außer irgendwann in 20 Jahren, wenn sie es aufgeben. Oder in 5 Jahren. Oder vielleicht auch schon in 3, keine Ahnung. Wenn sie sagen, ja, scheiß auf das Spiel. Es war halt, hat halt nicht geklappt. Und dann hauen sie es halt quasi, um sich mit den Fans so Image-Kampagne-mäßig noch raus, dass man es dann doch auf privaten Servern spielen darf. Aber ich glaube es nicht. Ich weiß. Bleib nah bei mir. Okay. Oh Gott. Wir müssen von der Straße runter. Lev. Abby. Hier lang. Wo treffen wir uns mit Isaacs Truppe? Drüben beim alten Zentrum. Irgendwas aus der Hauptstadt? Alpha hat ihn in der Defensive. Die Bravo dringt ins Inland vor. Wir haben die Defensive völlig überrufen. Ja, bald ist alles vorbei. Bewegung! Ich meine, Bethesda ist halt mittlerweile ein riesen Spieleentwickler mit einem riesen Publisher im Hintergrund und so weiter. Die wollten selbstverständlich einen Kuchen, ein Stück vom großen Online-Dauermonitor tarisierbaren MMO-Kuchen, ist eh ganz klar. Aber dafür halt quasi Fallout benutzen, das ist halt ein ganz anderes Klientel, eine ganz andere Fanbase und ein ganz anderes Genre, das man damit verbindet. Ich glaube, das war einfach eine echt nicht sehr gute Idee von denen. Und von der Umsetzung, also naja, da muss man gar nicht erst anfangen. Ja,
Wir gehen woanders lang. Gasse auf der anderen Seite. Los. Oder sie hätten es gleich von Anfang an Free-to-Play machen sollen. Dann können die da Monetarisierungsoptionen reinbauen, wie die wollen, weil bei einem Free-to-Play-Spiel erwartet man nichts anderes. Aber ein Vollpreisspiel kann man einfach nicht so monetarisieren, wie Bethesda das machen will mit ihrem Fallout 76. Die haben ja, was Lootboxen und so weiter angeht, offensichtlich zurückgerudert. Nachdem das geleakt ist und einen riesen Shitstorm im Vorfeld schon gab, haben die ja dann anders ins Spiel eingebaut, mit diesem Artefakthändler und so weiter. Das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer gekommen, wenn das nicht vorher schon geleakt wäre und die dann das wieder rückgängig gemacht hätten, ihre Pläne. Dann hätte man wahrscheinlich wirklich Artefaktwaffen, Lootboxen kaufen können im Shop und so Sachen. Aber naja. Na komm. Sind die Wolves noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter.